Hallo, liebe Brettspieler-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute, wie schon angekündigt im Auspacking-Video, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, stelle ich euch hier Viticulture World vor. Ich habe ja gesagt, ich war heiß wie Frittenfett, das Ding endlich mal zu spielen. Und jetzt hatte ich das Glück, am Freitag meine ersten Partien zu machen. Und jetzt kann ich euch mal so grob vorstellen, was neu ist jetzt, wie die ganze Sache überhaupt abläuft, ja. Einige Sachen brauchen wir aus dem Grundspiel. Also die ganze Sache kann ich vorab schon mal sagen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall das Grundspiel, weil ihr die Karten aus dem Grundspiel nämlich nehmt. Ansonsten ist ein neuer Spielplan dabei, aber da werdet ihr gleich alles sehen. Und ich zeige euch jetzt mal so den Aufbau, die ganzen Komponenten und erkläre euch so grob den Ablauf des ganzen Spiels. Ja, dann legen wir mal direkt los. Los geht's! So, ihr seht da einmal den neuen Spielplan. Ich habe das jetzt mal so weit aufgebaut. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Karten nehmen wir aus der alten, aus dem alten Spiel, aus dem Grundspiel, ja, genau hier wie die Münzen und so. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Ich habe das nur mal hingelegt. Weiterhin nehmen wir auch hier unser Weintableau, unser Spielertableau, ja, mit den Karten hier, wo wir den Wein einpflanzen und so. Das habt ihr alles aus dem Grundspiel. Die Sachen könnt ihr benutzen. Hier ebenso wie die ganzen hier Miepel und so, die habt ihr halt jetzt nicht dabei. Was jetzt neu ist hier in der kooperativen Erweiterung Viticulture World, ist einmal hier diesen Event-Token, nennt er sich, ist so eine Glocke. Dann haben wir hier das Blatt, ja, das ist die Einflussleiste. Die Sache hattet ihr ja auch noch nicht im richtigen Viticulture. Und hier halt den Jahreszähler, ja, ist so eine Traube hier. Und da geht halt 6 vor. Und wir haben halt hier Hüte. Ja, jeder Spieler kriegt 2 gelbe und 2 blaue Hüte. Dann haben wir noch so Event-Tiles dabei, die liegen hier. Natürlich haben wir hier die verschiedensten Kontinente dabei, ja, die Ereignisse, wie hier. Ich habe jetzt mal als Beispiel Asien rausgesucht, weil wir den jetzt ja auch schon gespielt hatten. Und es gibt hier neue Mama- und Papa-Karten. Sehen genauso aus. Die heißen jetzt aber nicht mehr Mama- und Papa-Karten, ja, obwohl sie ja ähnlich aussehen, sondern es heißen halt nur noch blaue und braune Karten, meine ich, werden die jetzt geschimpft, die ganze Sache. Und es ist jetzt sogar möglich, welch ein Fortschritt, man darf hier zum Beispiel 2 Frauen nehmen, ja. Oder man darf aber auch 2 braune, also 2 Männer nehmen. Früher hatten wir ja so, man musste von jeder Sorte einnehmen und jetzt darf man die sogar mischen. Ihr könnt aber auch hier, die alten Karten natürlich mit dazu packen, ja. Es ist also nicht zwingend erforderlich, dass ihr hier die neuen Karten nehmt. Wie gesagt, ihr könnt die alten Karten mit dazu packen. Was halt hier, wo ihr halt drauf achten müsst, ihr startet alle zusammen hier bei Viticulture World mit 4 Kleinarbeitern und einem Großen, ja. Weil ihr habt ja auf den alten Karten, habt ihr ja andere Symbole gehabt, dann habt ihr einen extra Arbeiter gekriegt und all sowas. Das bekommt ihr nicht. Also, wenn ihr die alten Karten mit reinnimmt, müsst ihr halt die Boni, was die Arbeiter betrifft, ignorieren, ja. Und sonst, wie gesagt, habt ihr die neuen Karten, aber ihr könnt die halt schön mischen und dann habt ihr ja beides. Die sehen ja so aus wie vorher jetzt, ja. Sind übrigens blaue und rote Karten, schimpfen die sich. So war es gewesen. Das erste Spiel wird übrigens hier dieses grüne Kartendeck, Green Gully heißt das empfohlen, ja. Das ist jetzt schon hier die Schwierigkeitsstufe leicht und dieses Green Gully, dieses grüne Deck ist halt so ein Einführungsdeck. Da lernt ihr halt so ein bisschen die Abläufe kennen und wie das Ganze so funktioniert. Wie gesagt, und Asien ist eigentlich das erste leichte Deck, was wirklich im Spiel ist. Dieses Green Gully Deck bekommt ihr jetzt momentan dazu, ohne Werbung zu machen. Aber wenn ihr jetzt bei Stormaier hier die Erweiterung bestellt, kriegt ihr halt jetzt momentan kostenlos dazu. Ich weiß nicht, wie es hinterher ist, wenn mal eine deutsche Version kommt, ob es da auch ist. Aber da bekommt ihr halt momentan dazu. Hier in der Anleitung habt ihr auch die Schwierigkeitsstufen der einzelnen Decks stehen. Ja, von leicht hier, Green Gully ist ja hier, Asia ist easy, Oceania Medium und so weiter. Ja, das härteste ist wohl Afrika. Was ist eigentlich das Ziel, wenn wir zusammen hier den Weinbau betreiben? Wir müssen versuchen, diesen Einflusstoken hier auf die 10 zu kriegen. Ja, das machen wir halt gemeinsam. Und zusätzlich müssen wir alle versuchen, 25 Punkte zu kriegen. Das Ganze funktioniert natürlich wieder so wie vorher auch. Wir bauen Wein an, verkaufen den Wein und so weiter. Diesen Einflusstoken, der kann man mit verschiedenen Event-Cards. Ja, wenn wir so ein Event aufdecken, dann besteht die Möglichkeit, den hochzusetzen. Hier gibt es auch ein Feld. Ich zeige euch die Felder gleich nochmal. Ja, da können wir halt 8 Geld zahlen und den auch immer einen hochbewegen. Zusätzlich bekommen wir den noch hoch. Wenn wir hier hinten hingehen, ja, ihr seht 25, wir sind auf 30 Punkte, würden dann nochmal einen Punkt machen. Dann dürfen wir einmal pro Spiel, pro Spieler hier den hochsetzen, den Einflussmarker. Wir haben jetzt auch ein paar neue Zeichen, die es beim alten Viticulture nicht gab.
Hier haben wir einmal hier so eine Kugel mit einem Pfeil. Das heißt, wir dürfen Wein, also die Trauben, die unserem Fass liegen. Ja, wir haben ja einmal die Trauben. Ich zeige euch das nochmal eben. Hier haben wir die Fässer. Hier ist unser Weinkeller, ja. Und haben wir hier diesen Kreis. Dann dürfen wir hier bei den Trauben also rot oder weiß, ein vorsetzen, ja, wenn dieser Bonus kommt. Manchmal steht da auch eine 2 drin, dann dürfen wir halt 2 vorsetzen. Hier haben wir Weinglas mit einem Pfeil. Das heißt, wir dürfen hier im Weinkeller einmal ein vorsetzen, wenn es diesen Boni gibt. Dann gibt es Felder, da haben wir dieses Zeichen hier. Das heißt, den Bonus dürfen dann alle Spieler machen, ja, die mitspielen. Hier als Beispiel ist hier einmal ein Weinaltern und wir haben das Zeichen, dann dürfen alle ihren Weintoken hier im Weinkeller einen vorschieben. Und zu guter Letzt hier, das ist ja dieser Einflussmarker, wenn der gezeigt wird und eine 1, dann dürfen wir ihn auch vorsetzen. Alle anderen Zeichen kennt ihr schon aus dem Grundspiel, das wir vorher hatten. Wie schon gesagt, spielen wir über 6 Jahre. Ja, und wir haben dann halt immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, wie wir vorher auch hatten, die Jahreszeiten. Das Eventkartendeck kommt hier hin. Ja, hier sind die Felder fürs Eventkartendeck. Man deckt es auf. Jedes Kartendeck hat vorher immer noch so eine Geschichte hier. Hier zu Asien, ja, wie der Weinbau begann und so was. Hier halt auf Englisch, weil es halt die englische Version ist. Und manchmal stehen da auch schon so ein paar Sachen, die man machen muss jetzt in der Runde, ja, wo man darauf achten muss oder ob man einen Bonus extra kriegt. Hier ist jetzt nichts bei Asien. Wir decken dann die erste Karte auf, ja, und würden uns dann das Ereignis angucken. Das ist das, was hier in der Runde jetzt zählt. Die sind immer unterteilt hier bei 2 Player oder hier 4 bis 6 Player. Zusätzlich werden im Frühling immer hier diese Teils aufgedeckt. Ja, wir haben hier einmal ovale und einmal eckige. Und ihr seht hier, wir haben hier auch die Felder. Die Teils werden hier hingelegt. Da haben wir halt die Möglichkeit, während des Spiels die Sachen zu kaufen und hier hinzusetzen. Die Felder sind alle hier buchstabiert: A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und die Teils, die aufgedeckt werden, ebenfalls. Ja, hier haben wir ein J, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Oder hier zum Beispiel ein M. Und wenn wir so ein Teil kaufen, dann müssen wir halt M auch auf M legen. Dann sind die identischen Aktionen nur wesentlich stärker. Hier als Beispiel jetzt zum Beispiel die Aktion M, ich gehe die gleich nochmal durch. Make-up. Two Wine. Also hier dürfen wir 2 Wein machen. Dann haben wir es hinterher ausgewechselt mit diesem Teil. Dann dürfen wir 3 Wein machen. Davon auch nochmal einen zweifach altern lassen. Ja? Also die sind schon relativ stark. Hier unten die Teils, die sind halt für den unteren Bereich. Die können wir da hinlegen. Denn wie ihr seht, hier unten, ja, in normalen Viticulture hat man ja einen Boni. Und hier gibt es halt keinen Boni. Das sind halt die Boni. Sag mal, würden wir uns so einen kaufen, legen den hier hinterher hin. Ja, und wir würden hier drauf gehen mit einer bestimmten mit einem bestimmten Arbeiter, einem Ausgebildeten, dann würden wir halt diesen Boni hier bekommen. Aber am Anfang des Spiels haben wir halt nichts davon. Die letzte Aktion, die wir dann im Frühling machen würden, nachdem wir dies gemacht haben, und das ist hier unseren Hahn einsetzen. Ja, erkennt ihr vielleicht auch aus einem anderen Viticulture, da hatten wir hier die Leiste gehabt. Da wurde halt die Spielreihenfolge, je nachdem, wo man hingestellt hat, kriegt man den Boni. Und hier habt ihr das Ganze halt als Rad. Ja, hier oben wird es angefangen, im Uhrzeigersinn geht es ja weiter. Hier kriegt er eine grüne Karte, einen Siegpunkt, eine blaue Karte, den Ersatzmeeple, also den zusätzlichen, eine gelbe, 2 Geld und eine lila Karte. Angefangen wird von hier oben, ja, und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Heißt, würde ich hier hinstellen, wäre ich Erster, würde ich jetzt hier und hier vorne wäre einer, dann wäre ich halt Zweiter und so weiter. Und sobald man den da hinstellt, bekommt man halt auch den entsprechenden Bonus. Auf die grundsätzlichen Regeln von Viticulture gehe ich jetzt nicht ein. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, kann ich euch zeigen, da kriegt ihr das Grundspiel erklärt, ja, mit den ganzen Karten hier, ihr wisst ja, das sind ja hier die grünen Karten sind, um Wein anzupflanzen, die gelben sind Sommerkarten, mit Sommerbesucher, dann haben wir die lila Karten, ja, das sind so Weinbestellungen, wo wir den Wein erfüllen müssen, und die blauen sind halt Winterbesucherkarten. Aber wie gesagt, da müsst ihr im Grundspiel gucken, ich erkläre euch jetzt hier wirklich nur Viticulture World. Wie schon vorhin erwähnt, haben wir hier diese lustigen Hüte, ja, und ich habe ja schon gesagt, wir starten alle gleich. Deswegen die Mama und Papa Karten aus dem Grundspiel könnt ihr gerne nehmen, aber achtet bitte drauf, dass ihr nur 4 von diesen kleinen Arbeitern hier nehmt und davon bekommt 2 jeweils einen blauen Hut auf hier und 2 kriegen dann halt den gelben Hut auf. Was genau hat das jetzt zu bedeuten? So grob kann man sich das ja sicherlich schon denken. Die mit dem gelben Hut hier, die beiden, die kann ich halt nur in der Sommerjahreszeit einsetzen, ja, wo die gelben Karten sind und die mit dem blauen Hut. Die kann ich halt nur in der Winterjahreszeit einsetzen. Wir haben mit einer Aktion die Möglichkeit, diesen Hut zu verlieren. Dann zählt derjenige halt als ausgebildeter Arbeiter. Dann können wir ihn halt überall einsetzen. Der Dicke hier, also Grande, der bleibt halt ohne Hut. Und
Der ist wie im Grundspiel halt auch, der kann sich halt überall dazusetzen und kann auch überall eingesetzt werden. Jetzt haben wir auch hier die ganzen Worker-Placement-Felder, wie im Grundspiel halt auch. Hier unten könnt ihr sehen, bei 2 bis 3 Spieler nehmt ihr nur das erste, bei 4 bis 6 Spieler nehmt ihr beide Felder hier. Ja? Also wie gesagt, wenn er bis 3 Spieler nimmt er hier nur tatsächlich das erste Feld und wenn er mit mehreren spielt, dann könnt ihr hier beide Felder besetzen. Wie auch im Grundspiel kann natürlich jedes Feld nur einmal besetzt werden. So, nachdem wir den Frühling gemacht haben, das heißt hier Karten aufdecken, die Dinger hinlegen, die Teils hier und hier unsere Startposition festlegen, kommt halt der Sommer. Den Sommer erkennen wir halt hier auch wie im normalen Spiel hier an den gelben Feldern, ja. Den Winter erkennen wir hier an den blauen Einsatzfeldern. Wenn wir dann dran sind, gemäß der Zugreihenfolge, die wir vorher bestimmt haben, nehmen wir halt hier einen Arbeiter mit blauem Hut oder unseren Grande Miepel hier für die Sommerzeit und setzen den hier auf eins dieser Einsatzfelder. Ich gehe mal von oben bis unten durch. Teilweise wird euch da vielleicht bekannt vorkommen. Hier haben wir zum Beispiel, ziehe eine grüne Karte. Hier haben wir eine Weinrebe anpflanzen, ja, eine grüne Karte pflanzen. Hier können wir eine Tour machen, gab es ja im Grundspiel auch schon, da bekommen wir halt 2 Geld für die Tour. Hier ist ein neues Feld, ja, Pay One to Gain One, das heißt wir geben eins hiervon ab und kriegen dafür ein anderes, ja. Zum Beispiel können wir hier einen Siegpunkt abgeben, würden 3 Geld kriegen oder 3 Geld abgeben, würden 2 Karten kriegen und so weiter. So, hier Feld Nummer H ist auch neu, da haben wir bezahle 4 Geld, um hier eins dieser Innovationsteile, so schimpfen die sich, ja, diese Upgrade-Teile hier, um da ein neues zu kriegen, könnten wir uns hier hinstellen, müssten 4 Geld bezahlen und würden dann dementsprechend hier eins dieser Teile nehmen. Wir müssen uns überlegen, ob wir eins von oben oder von unten nehmen. Hier können wir halt eins unserer Felder, hier unserer Weinfelder, wie im Grundspiel auch schon, umdrehen, ja, auf Verkauf. Wir bekommen dann dementsprechend Geld oder wir können halt einen Wein verkaufen hier aus unserem Fass, eine Traube. Hier Feld Nummer D, da können wir halt eine Struktur kaufen, ja. Wir spielen auch wieder wie mit den Strukturen, wie am Anfang auch. Wir haben zum Beispiel hier ein Spalier, ein Wasserbehälter, ein Cottage und all sowas, was wir da im anderen Spiel halt auch hatten. Windmühle und so, da gibt es halt hier alles auch. Da können wir halt hier bauen. Kosten für die einzelnen Sachen stehen auf unserem Playerboard. Und hier können wir halt so eine Sommerbesucherkarte spielen. Und sind wir dann im Zug, suchen wir uns einen dieser Felder aus, stellen den hier hin und würden dann dementsprechend die Aktionen ausführen, die wir hier haben. Ja, sind die Felder voll, dann können wir natürlich keinen weiteren hinsetzen. Und wie auch schon im Grundspiel hier, wenn der Große aber kommt, der kann sich ruhig dazustellen, auch wenn die Felder schon voll sind. Im Grundspiel hatten wir es ja auch so, dass wir uns zusätzlich zu der Aktion noch eine Belohnung bekommen haben. Die gibt es jetzt momentan nicht, seht ihr hier. Dafür sind halt diese Teils hier, ja. Würden wir zum Beispiel hier so ein Innovationsteil kaufen, dann könnten wir uns aussuchen, wo wir das hinlegen. Angenommen, ich lege es jetzt mal hier hin, ja, zum Beispiel der Pflanzenaktion. Dann hat dieses Teil folgende Funktion. Ihr seht, hier ist einmal ein Weinglas drauf, altern, ja. Das heißt, mache ich die Aktion mit einem ausgebildeten Arbeiter, das zeige ich euch gleich noch, dann darf ich einmal, wenn ich pflanze, auch einmal einen Wein altern lassen. Zusätzlich können ab sofort hier auf dieses Feld unbegrenzt Arbeiter. Ja? Ich habe ja gesagt, hier haben wir ein oder zwei, je nachdem mit wie vielen Personen wir spielen. Und haben wir hier Sonnteil drauf, dann können hier beliebig viele Arbeiter draufstehen. Zu diesem Bonus, der hier unten drauf ist, ja, diesen Wein pflanzen lassen, habe ich ja gesagt, den können nur ausgebildete Arbeiter haben. Ausgebildete Arbeiter sind alle ohne Hut, ja, wie der jetzt hier. Die haben alle noch einen Hut auf, die könnten wir zwar hier draufstellen, die würden aber nur den Pflanzbonus, also die könnten nur die Pflanzaktion machen, würden aber hier den Boni nicht bekommen. Dafür müssten die erst ihren Hut loswerden. Wer auch als ausgebildeter Arbeiter geht, ist hier dieser Extra-Miepel, den man kriegt hier als Belohnung. Was hier bei dem Platzieren dieser Teils noch zu beachten ist, ihr seht, hier unten sind auch schon, stehen auch schon Werte drauf, ja. Die müssen wir entweder bezahlen, wenn sie rot umrandet sind, wie hier, kostet da 2 Geld, wenn wir dieses Teil hier hinlegen wollen, da müssen wir zusätzlich 2 Geld zahlen. Oder hier seht ihr, hier haben wir dieses Teil mit mehreren Spielern, hier würden zum Beispiel alle Spieler einen Punkt bekommen, wenn wir dieses Teil hier hinlegen, ja. Hier müssten wir auch nochmal 2 Geld bezahlen und hier würden alle Spieler hier 2 ihrer Trauben im Fass altern lassen können. Wichtig da ist halt, ist rot umrandet, müssen wir bezahlen, ist da kein roter Rand rum, dann bekommen wir die Belohnung. Von daher sind diese Teils schon sehr nützlich, finde ich. Denn gerade bei starken Aktionen, ja, da ist man ja arg begrenzt und wenn man die hinlegt, dann können halt beliebig viele die Aktion machen. Nach dem Sommer kommt dann der Herbst. Im Herbst zählt dieses Rad hier wieder. Dann würden wir im Herbst sagen, wenn wir fertig sind, schieben wir diesen unseren Hahn hier in die Mitte und dürften dann einer dieser Belohnungen hier auswählen. Ja, entweder eine Karte ziehen oder hier Weintrauben hier altern lassen oder halt 2 Geld nehmen.
Die Belohnung können wir alle nehmen, wir können uns also immer eine davon aussuchen. Ja? Das heißt nicht, die ist nur einmal begrenzt. Wenn der Nächste reinschiebt, kann er sich auch einer dieser Belohnungen aussuchen. Haben wir natürlich ein Cottage gebaut, ja, wie im Grundspiel auch, dann dürfen wir natürlich hier nochmal Karten ziehen zusätzlich. Und nach dem Herbst kommt dann natürlich der Winter, ja, jetzt sind hier die blauen Felder. Da dürfen wir halt hier unsere Winterarbeiter einsetzen, hier mit dem Hut. Wir können ja hier auch einmal die Felder durchgehen, ja. Hier oben kann man eine lila Karte ziehen für die Weinbestellung. Hier können wir ein Feld abernten. Hier können wir halt bis zu zwei Wein machen, ja, von unserem Fass rüber ins Lager. Hier Feld O ist ein neues Feld. Da können wir einen Wein hier aus unserem Weinkeller verkaufen und bekommen dann den Wert davon, wo er gerade steht. Ja, mal 5er Rotwein, kriegen wir 5. Haben wir hier, was weiß ich, ein 7er Rosé, kriegen wir halt 7 Geld. Dann können wir uns die Felder auch nochmal angucken. Hier haben wir P. Ja, da können wir, wie schon vorhin erwähnt, 8 Münzen zahlen, um hier einmal vorzugehen. Hier ist Phil, da können wir halt eine unserer Weinbestellungen erfüllen. Hier können wir 4 Geld zahlen, das ist ein neues Feld, um hier einen Hut zu entfernen. Ja? Das heißt, wir würden unseren Worker hier einsetzen, zahlen 4 Geld und könnten dann einem hier den Hut abnehmen. Und ab sofort wird halt ein ausgebildeter Arbeiter. Der hat halt den Vorteil, dass er sowohl im Sommer wie im Winter eingesetzt werden kann. Und er kann halt hier die Belohnung bekommen, ja, wenn hier eins dieser Tides liegt. Und hier oben haben wir halt nochmal... Play Blue Card, also hier können wir halt so eine Winterbesucherkarte ausspielen. Ist das Jahr dann zu Ende? Dann machen wir hier, haben wir die Year-End-Checklist stehen, ja. Geschehen folgende Sachen. Einmal holen wir unsere Worker zurück, unsere Trauben altern und unsere Weine auch. Und dann, das ist neu, ja, im alten Spiel dürfen wir auf 7 Karten runter. Hier dürfen wir auf 5 Karten, ja, also 2 Karten weniger haben wir nur noch auf der Hand. Wir kriegen hier unser Einkommen von der Leiste, ja, wir gucken, wo stehen wir hier, nehmen uns das Einkommen und dann würden wir halt hier unseren Jahresmarker Einfeld vorwärts schieben. Und dann würde die neue Runde wieder beginnen, indem wir hier wieder unsere Worker einsetzen. Das Ganze spielen wir, wie erwähnt, über 6 Jahre. Wir versuchen dann halt die 25 Punkte zu bekommen und hier unseren Einfluss auf 10 zu bekommen, ja. Zu guter Letzt können wir uns nochmal das Event-Deck angucken hier. Wie gesagt, ich habe damit schon gespielt. Hier das erste Event, was wir jetzt aufgedeckt hatten im Frühling. Hier Place the Event Token on Action E. Ja, da müssen wir halt hier der Event Token. Den habe ich euch hier schon gezeigt. Der kommt halt auf Feld Nummer E. E ist hier. Das heißt, der ist zur Erinnerung, denn da, wenn wir dieses Feld diese Runde nutzen, dann passiert immer was. Ja? In dem Fall wäre die Aktion bei 2 bis 3 Spielern, müssen 2 Spieler oder bei 4 bis 6 Spieler, müssen 4 Spieler diese Aktion machen. Deswegen zur Erinnerung da. Und dann würden wir halt hier im Deck die Upgrade-Card Nummer 4, die Upgrade-Cards liegen hier, ihr seht mit der 1 oben, lehmen und wir würden hier einen Einfluss bekommen auf der Leiste. Ja? Das heißt, wir sind aber schon gebunden, 4 unserer Worker hier einzusetzen. Ich zeige euch mal die Upgrade-Card Nummer 4. Ja, da gehen wir hinten rauf. Die Decks sind allerdings unterschiedlich. Ja? Mit diesen Upgrade-Cards ist jetzt, glaube ich, hier in Asien drin. Dann haben wir, glaube ich, eine, da ist ein Deckbuilding und was weiß ich alles. Ja, diese ganzen Szenarien sind also alle unterschiedlich. So, 4 wäre diese hier. Und dadurch verändert sich der Spielplan. Ja, das heißt, die Year-End-Checklist, die ich euch vorhin gezeigt habe, ändert sich. Denn, ihr seht hier, Discard Town to 7 Cards. Wir dürfen jetzt 5 Karten nehmen. Haben wir die Sache erfüllt hier, die Aufgabe gemacht. Dann dürfen wir immer 7 Karten beanleihen und wir bekommen hier doppelt Einkommen jedes Mal, ja. Das heißt, hätten wir jetzt hier 4 Worker hingestellt, könnten wir die Karte hier hinlegen, ja. Die deckt den Plan auch schön ab und dürften ab sofort immer hier diese Aktion extra nutzen. Und so sind halt hier, ohne zu spoilern jetzt, wenn ihr sehen wollt, guckt kurz weg, ja. Haben wir hier die verschiedensten Dinger, die halt den Plan verändern, ja. Hier zum Beispiel wird er halt hingelegt werden, dann hätten wir nur noch ein Feld zum Nutzen. Hier, dann wird halt dieses Rad neu gemacht, ja, da ist die Belohnung größer in der Mitte, hier ist das Einkommen größer, ja. Und hier zum Beispiel, den hatten wir auch, da braucht man nur 23 Punkte und hier bis zur 9 kommen, ja. Das ist halt, irgendwann decken wir halt eine Karte auf, da steht, macht die und die Aktion diese Runde und dann bekommt ihr als Belohnung hier diese Karte und dann würden wir die halt hier hinlegen, ja, und müssen in dem Moment nur noch 23 Punkte machen und bis zur 9 kommen. Und so haben wir halt hier die verschiedensten Aktionen, ja, in diesem Event-Deck. Wie gesagt, das ist aber nur bei Asien. Spielt ihr jetzt einen anderen Kontinent, da habt ihr andere Sachen, ja. Da sind dann nicht unbedingt diese Karten, die hier drin sind. Hier nochmal, um zu zeigen, hier die Event-Cards. Hier habt ihr zum Beispiel, unten steht eine 1, ja. Die sind halt durchnummeriert von allen Kontinenten. 2, 3, 4 und so weiter. Das erste Spiel wird empfohlen, die tatsächlich von 1 bis 6 für die 6 Jahre rauszunehmen, ja. Und die dann auch so hinzulegen, weil da wohl
passt zum Spiel, weil sich das dann so ein bisschen entwickelt. Wenn ihr hinterher häufiger gespielt habt, wir haben jetzt hier zum Beispiel bei Asien 8 verschiedene, ja, dann nehmt ihr die Karten, mischt die und zieht einfach 6 Karten da raus, ja. Und dann passiert halt immer, ja, dann passieren halt Sachen, die ihr nicht wisst. Ich sag mal, wenn ihr das öfters gespielt habt, dann wisst ihr schon, bei 1 passiert die Aktion bei 2 und so habt ihr halt ein bisschen Variation drin und das habt ihr tatsächlich in allen Decks. Hier seht ihr nochmal die anderen Decks alle, ja. Hier ist ein Automa noch drin. Wir haben Europa, was weiß ich, Afrika, Ozeanien und all sowas ist halt hier drin. Dieses übrigens hier, dieses Startdeck, Green Gully, ja, das sieht genauso aus. Und da lernt er halt so ein bisschen das Spiel kennen, wenn er das spielt. Wir können zu guter Letzt ja nochmal hier so einen Blick in diese Tiles werfen, ja, die hier zum Abdecken sind. Da habt ihr halt auch die verschiedensten Sachen hier. Und wie gesagt, Buchstabe, achtet da drauf, ja, I wird auf I abgedeckt. Ihr könnt dann eine Karte ziehen und zusätzlich zweimal Wein herstellen und all sowas. Die sind wirklich schon sehr nützlich, kann ich euch sagen. Die hätten wir für uns vielleicht auch schon eher holen sollen im Spiel. Wir haben das relativ spät gemacht, weil dann ist er, glaube ich, auch eher zu schaffen. Eine Besonderheit hier noch bei den ovalen Plättchen, ja, das ist ja, erklärt sich ja von selbst hier, eine gelbe Karte nehmen, eine grüne und so weiter. Und dann haben wir halt dieses hier, ja. Ihr habt da so ein Pfeil oder so ein Zeichen. Der heißt Umleitung. Der bekommt die Belohnung, die auf einem ovalen Feld jetzt da drüber ist. Ich zeige euch das mal kurz, ja. Sag mal, wird der hier liegen und ihr hättet jetzt als Beispiel hier, ja. Und setzt dann hier zum Beispiel euren Worker hier ein, macht dann die Aktion und dürftet dann aber die Belohnung nehmen, ja, weil der Pfeil dahin zeigt. Was auch möglich ist hier bei dieser Sache, ich sag mal, wir legen es jetzt so hin und so, ja, dann hättet ihr eine Umleitung. Das wäre halt auch möglich, da heißt der Pfeil zeigt hier hin und dann könntet ihr halt die Sache hier machen, ja, vom Winter. Könntet ihr zum Beispiel die Aktion nutzen, auch wenn ihr erst im Sommer seid, weil der Pfeil dahin zeigt, ihr macht die Aktion, dürftet ihr hier den Boni euch nehmen. So kann man halt mit diesen kleinen Teils hier alles so ein bisschen tricksen und versuchen, sich da vernünftig was hinzulegen. Gerade bei den Aktionen, die man halt häufiger nutzt. Wir haben ja unten auch nochmal die verschiedensten Anmerkungen oder Sachen stehen, die uns daran erinnern sollen. Ja, eine Sache sehe ich, da habe ich euch noch nicht gesagt. Also wie gesagt, hier könnt ihr sehen, welche Felder ihr nutzen dürft mit der Spieleranzahl. Ja, hier könnt ihr sehen, wenn er so ein ovales Innovationsteil hinlegt, wer den Bonus nutzen darf, ja. Also nicht die mit Hut, sondern alle ohne Hut. Und hier habt ihr noch eine Aktion. Die kann ich euch kurz zeigen. Ich sag mal, ihr habt jetzt hier euren Grande Worker, ja. Und hier steht halt schon hier so ein, was weiß ich, sagt mal hier, das wäre jetzt ein Weißer, ja. Und ihr stellt euren Grande Worker dazu. Dann dürft ihr, aber nur der, der den Grande Worker hat, einen Tausch vorschlagen, ja. Das heißt, ihr könnt dann Sachen untereinander tauschen. Hier seht ihr, was ihr tauschen könnt, ja. Zum Beispiel eine grüne gegen eine lila Karte oder eine Münze gegen eine grüne und so weiter. Die ganzen Sachen könnt ihr untereinander tauschen. Aber wie gesagt, da muss immer initiiert werden von dem Großen und da müssen vorher die Kleinen schon drin stehen. Ihr könnt auch sagen, ihr tauscht nicht, ja, sondern was weiß ich. So, ich habe so viel Münzen über und derjenige, der drin steht, ist jetzt der Lilane oder was weiß ich, der Weiße. Dann gibt er dem Weißen einfach Münzen oder ihr wollt einfach vom Weißen Münzen haben. Also ihr klaut ja nicht, ihr spielt ja zusammen, ja. Durch vorher absprechen, ich habe so viel Münzen oder ich habe ja so eine Weinbestellung, komm mal hier rein mit deinem, ja. Und dann gebe ich dir die und dann tauschen wir. Also wenn ihr den Großen im Nachhinein reinstellt, könnt ihr mit allen Kleinen, die schon drin steht hier, Tauschgeschäfte machen. Ja, ihr Lieben, das war ein Überblick über Viticulture World. Ich hoffe, ihr habt so einen groben Überblick bekommen, was jetzt neu ist. Und was sich da alles so tut. Nun mal ein paar Sachen, die ich noch dazu sagen will. Ich habe ja gesagt, ihr könnt die Karten aus dem alten Grundspiel nehmen. Ein paar Karten müssten aber raus, ja. Das sind zum Beispiel bei den Winterbesucherkarten sind es 4 Stück aus dem Grundspiel. Dann sind noch welche hier aus der Tuscany-Erweiterung, aus der Moor-Erweiterung. Hier hinten seht ihr die ganzen Karten. Ja, die sind hier abgebildet. Welche Karten nicht mitspielen dürfen, weil die halt nicht fürs kooperative Spiel passen. Da haben sich aber die Leute von Stonemaier Games was Feines einfallen lassen. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar haben die die Karten neu gedruckt. Ja, mit einem identischen Text. Hier jetzt in Englisch. Deswegen habe ich die Karten nicht ausgetauscht, weil ich ja die deutschen Karten habe. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Und so sehen die ganzen Karten jetzt aus hier. Hinten sehen die genauso aus. Fällt also gar nicht auf. Ja. Und der Text ist identisch mit denen, die jetzt da tatsächlich drin sind, ja, dann sagt er euch, hä, was soll das denn? Die darf ich doch gar nicht nutzen. Warum sind die Karten nochmal dabei? Ja, kann ich euch sagen, denn wenn ihr hier schaut, ja, hier zum Beispiel, seht ihr hier die neuen Karten, die haben schwarzen Rand, ja, die werden da reingemischt und sobald ihr dann eine Karte zieht mit schwarzem Rand, legt ihr die direkt zur Seite. Das ist dafür gedacht und da finde ich eigentlich echt gut überlegt,
dass ihr nicht vorher immer das Deck raussuchen müsst. Welche Karte ist weg, ja? Dann spielt er wieder das normale, der Grundspiel, dann müsst ihr die Karten wieder reinmischen. Und so lasst ihr die Karten einfach drin. Wenn ihr eine Karte aufdeckt, schwarzer Rand hier, schmeißt ihr einfach ab, zieht die nächste. Finde ich super Idee, ja? Super durchdacht. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, muss ich wirklich sagen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Vom Material her, ja, ist es wie vorher, da wird die Kaltsche auch. Ich fand da vom Material auch schon klasse. Klar, ihr habt jetzt hier nicht die Glasperlen und so, aber da habt ihr alles im Grundspiel drin. Mit den Mama- und Papa-Karten, ja, finde ich jetzt auch gut, dass man die mischen kann, dass man zum Beispiel sagen kann, ich nehme zwei Mamas oder zwei Papas oder mit den Blue and Red Cards, so heißen sie. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland jetzt hinterher Mama- und Papa-Karten weiterhin heißen. Ja, ich glaube, in England war es ja vorher auch so und hier steht auch noch drauf Mama und auch Papa. Aber keine Ahnung, kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwann geändert wird und dann in Deutsch auch noch Blue and Red Cards heißen. Ja, was ein bisschen frimmelig ist, sind tatsächlich hier diese Hüte, ja. Das sieht ja mega süß aus und ich finde die Idee auch klasse, dass die Arbeiter tatsächlich beschränkt sind jetzt, dass man wirklich nur sagen kann, so, die mit dem Blauen setze ich nur im Winter ein, ja. Die mit den Gelben setze ich nur im Sommer ein. Aber was oft passiert ist hier bei uns, zack, fällt der Hut ab, ja. Obwohl er gar nicht ausgebildet war, hat er sich einfach hier selbstständig gemacht und wollte ein ausgebildeter Arbeiter sein. Sozusagen ist ein Verbrecher, ja, oder ein Lügner eigentlich. Ja, zack, siehst du, wackelt er wieder. Hier ist zwar extra so eine Kerbung drin, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier extra, aber irgendwie hält das alles nicht, ja. Der flutzelt immer wieder runter, da muss man halt echt vorsichtig so ein bisschen hinschieben. Dieses neue Aktionsrad oder dieses neue Rad hier für den Startspieler finde ich auch ganz interessant, ja. Die Belohnungen sind ähnlich zu dem vorher, aber dass man halt hinterher im Herbst in die Mitte schieben kann und nochmal eine Belohnung kommt, ist wirklich auch eine gute Sache. Wir haben ja, wie gesagt, hier Asien gespielt und ja, wir sind tatsächlich in der Viererpartie grandios gescheitert. Es war tatsächlich schon schwer, ja. Also ich würde euch wirklich empfehlen, spielt erst dieses Green Gully Deck am Anfang, denn das ist wirklich simpler oder einfacher tatsächlich. Was hier noch zu sagen ist zu diesem Marker hier, ja, ihr fangt immer unterschiedlich an, das steht auf dem Board auch drauf, ja, seid ihr zu 4 oder 6, dann fangt ihr bei 0 an und bei 2 bis 3 Spieler habt ihr den halt schon hier den Einflussmarker auf 3 liegen und das ist sehr, sehr schwierig, den hochzubekommen, selbst mit diesem Event-Deck. Was ein Riesenvorteil ist, sind tatsächlich hier diese Innovationsplättchen, die ihr habt, wenn ihr da wirklich früh mit anfangt, ja, ich meine, die kosten viel Geld, man hat nicht so viel Geld am Anfang, aber trotzdem, wenn sich einer opfert und die da tatsächlich am Anfang schon hinlegt, dann habt ihr echt für den Rest des Spiels tatsächlich ordentlich Boni, die ihr da bekommt. Was bei uns im Spiel jetzt überhaupt kein Problem war, weil ich aber vom normalen Witticulture kannte, war Geld, ja, wir hatten hinterher tatsächlich alle so viel Geld gehabt, weil wir ja die Karte hatten mit verdoppeltem Einkommen, ja, ich habe eh schon mit 2 Einkommen angefangen, mit meiner Mama- und Papa-Karte da, oder mit der blauen und roten Karte. Und so habe ich immer jede Runde 4 Geld bekommen. Ich hatte ein paar Weinbestellungen erfüllt und ruckzuck hatte ich halt da 4 Geld. Das hieß, ich hatte immer 8 Geld gekriegt und war bei allen so, ja. Wir hatten echt einen Batzen Geld immer liegen gehabt. Und ja, was ja sonst eigentlich Geldmangel ist im Grundspiel, zumindest bei mir war es immer so gewesen, ja, ist hier also gar nicht der Fall. Diese Eventglocke hier finde ich eigentlich auch ganz schick, ja. Jetzt könnt ihr die sehen hier. Ist halt tatsächlich nur zur Erinnerung, wenn er eine Karte aufdeckt, ja, jetzt müsst ihr aufachten hier, wenn er Feld A macht. Und die hat uns echt geholfen, weil wir haben manchmal da eingesetzt und hätten gar nicht dran gedacht. Und da stand die Glocke da. Ah, Moment, da war doch irgendwas, ja. Nochmal geguckt, ah, ja, jetzt darf ich in der Runde, was weiß ich, manchmal darf man da nur einen großen Arbeiter hinsetzen. Die sind also nicht immer positiv, die Sachen, ja. Die haben auch negative Auswirkungen, wenn wir da so ein Event-Ding aufdecken. Was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist tatsächlich die Ansätze mit 6 Runden, ja. Dass wir tatsächlich nur über 6 Jahre spielen, 6 Runden. Denn wir haben es in so einer Partie gehabt, dass wir tatsächlich in der 5. Runde schon gesehen haben, boah, das ist gar nicht mehr zu schaffen, ja. Und ich denke mir, das könnte halt demotivierend sein. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie man es anders lösen kann. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man so Spiele hat, wo man dann in der 4. Jahres oder im 4. Jahr ist und ist noch so weit hinten, ja, und sieht, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen, dass man dann halt irgendwie, ja, dass man dann halt ein bisschen den Spaß verliert an der ganzen Sache. Ich meine, bei uns kam tatsächlich nochmal der Kampfgeist, wir waren halt im 5. Jahr. Und uns hat dann trotzdem noch einiges gefehlt. Dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen einfach so gut wie möglich zu sein. Und dann waren tatsächlich hier von den 4 Personen, haben 2 halt nicht geschafft, die 25. Einer war, glaube ich, auf, oder wir hatten ja diese Karte mit 23, ja. Einer war auf 20 und der andere auf 19. Also im Endeffekt hat gar nicht mehr viel gefehlt. Und man kann echt in der letzten Runde noch ordentlich Punkte machen. Mein Eindruck, und ich habe es ja schon öfters erwähnt, ich bin nicht so der kooperative Spieler, aber der Teil hat sich nicht kooperativ angefühlt tatsächlich, wo ich gespielt habe, ja. Und das haben wir auch alle gesagt. Ich saß am Tisch und jeder hat tatsächlich überlegt, boah, wie mache ich als nächstes die beste Aktion, ja? Wir haben ab und zu auch miteinander gesprochen, aber trotzdem haben wir versucht, unsere Aktion zu optimieren, weil wir ja 25 Punkte brauchen alles, ja? Natürlich haben wir dann gesagt, hör mal, ich würde da gerne das Feld machen jetzt, da haben wir uns schon abgesprochen.
Aber das war auch alles, was kooperativ war tatsächlich, ja. Ansonsten hat sich das tatsächlich angefühlt, tatsächlich wie so eine Partie Viticulture, ja. Man versucht halt hier vernünftig zu pflanzen, zu ernten und so. Und jeder ist eigentlich mit sich beschäftigt, naja, bis es tatsächlich darauf geht, die Felder aufzuteilen, ja. Wie gesagt, für mich hat sich das gar nicht kooperativ angefühlt. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, tatsächlich, ne. Auch wenn man hinterher versucht, gemeinsam die Punkte da zu machen. Aber für mich ist es halt ein Viticulture, ein kompetitives Viticulture mit einem kooperativen Aspekt. So möchte ich das mal einfach nennen. Wie ich aber jetzt gerade schon erwähnt habe, oder wer vielleicht schon merkt, hat mir das echt sehr gut gefallen, ja. Ich glaube, wir hatten auch alle tatsächlich Spaß am Tisch. Alle haben gesagt, oh, das ist aber toll. Und wir hatten auch eine Person dabei, die kannte halt Viticulture nicht. Der musste mal halt erstmal die grundlegenden Regeln erklären. Und da als Tipp, vielleicht solltet ihr erstmal, wenn ihr jemand dabei habt, der noch nicht Viticulture kennt, erstmal mit ihm das Grundspiel spielen, weil dann kommt er auf jeden Fall auch schneller rein, ja. Weil für uns alte Viticulture-Hasen sind die Zeichen hier mit der grünen Karte und gelb und wir wissen auch, was das alles bedeutet. Und wenn man aber dann neuen hat und der muss erstmal überhaupt die ganze Ikonografie lernen und dann halt noch das Spiel, was ja gar nicht eigentlich das Grundspiel ist, sondern die kooperative Version, ja, was ja nicht das normale Spiel ist, sag ich mal. Da tut man sich halt schon ein bisschen schwieriger, deswegen als kleiner Tipp, wenn ihr das spielen wollt, erstmal das Grundspiel spielen und dann baut dahinter einfach die Erweiterung da ein, dann fällt euch die ganze Sache wesentlich leichter. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie schwierig die anderen Kontinente noch werden. Ich hatte ja gehört, ja, dass das relativ sehr, sehr schwierig sein soll. Daraufhin ist ja dieses Green Gully Deck hier entstanden, ja, dass man da auch mal eine Möglichkeit hat zu gewinnen, denn die anderen müssen richtig knackig sein und ich fand halt das Einfache fanden wir schon richtig knackig. Gut, das war jetzt damals unsere erste Partie gewesen, vielleicht beim zweiten Mal, wenn wir was anders machen, würden wir es auch schaffen, weil wir da auf verschiedene andere Sachen achten wollen. Wir mussten ja erstmal reinkommen. Trotzdem fand ich es trotzdem schon sehr anspruchsvoll, sag ich mal, das erste Level, ja, dieses Asien-Level. Ja, dann bin ich mal gespannt, wann ihr das mal auf den Tisch bringt, ja. Ich glaube, es kommt im Juni raus. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon vorbestellen könnt bei Stonemaier Games. Wie gesagt, wenn er da vorbestellt, bekommt er hier mit dem Code Teddy 2583795. Nein, bekommt er nicht mit Code Teddy, sondern bekommt er hier so ein Green Gully Deck dabei. Ja, braucht er nichts einzugeben. Momentan, ich habe keine Ahnung, ob das nicht der falsche Set ist. Ich weiß nicht, ob das eine dauerhafte Aktion ist. Aber jetzt so bei den ersten Bestellungen kriegt er halt so ein Startdeck dabei. Ansonsten kostet das 4-5 Euro, glaube ich. Keine Ahnung. Müsst ihr da mal auf der Seite gucken, da bei Stonemaier Games. Ja, im Großen und Ganzen eine tolle Idee. Wie gesagt, mit den Hüten hier. Und finde ich nicht klasse, ja, die Arbeiter so beschränkt sind. Man sollte halt schnell schauen, dass man die Hüte auch wegkriegt, dass man die halt universal nutzen kann. Wie beim anderen Viticulture auch, wisst ihr ja, man macht am Anfang viele hier Sommer und je länger das Spiel geht, braucht man hinterher hauptsächlich die Wintersachen. Und was mein Fehler halt war, ich habe halt hier einen so einen Typen hier, den Winterhut weggenommen, ja, und hatte dann zum Schluss auch noch hier so zwei Sommerdinger gehabt. Ich hätte also besser einen Sommerhut wegnehmen sollen, weil man hinterher tatsächlich viel mehr die Winteraktion natürlich macht, wie beim anderen Viticulture auch war. Es hat uns halt Spaß gemacht. Von mir aus, könnt ihr euch da kaufen, ja, aber da müsst ihr natürlich selber entscheiden. Wie gesagt, ich finde es gut. Gibt bestimmt auch andere Meinungen darüber, ja. Ob ich jetzt Kooperative dem anderen Viticulture vorziehen würde? Nein. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich jetzt nicht der kooperative Spieler bin. Aber ich werde es auf jeden Fall behalten. Und ich werde es auf jeden Fall wieder mitspielen. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Partie. Ich bin richtig heiß hier, die anderen Decks hier mal durchzuschrubbeln, ja. Auch hier, vielleicht teste ich auch mal irgendwann den Automa. Hab schon überlegt, vielleicht mal so ein Let's Play zu machen hier mit meiner billigen Kamera, wenn das funktioniert, ja. Würde mich auch mal interessieren tatsächlich, wie das halt funktioniert. Okay, jetzt aber genug des Fazits, genug des Gelabers. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal rein, wie ist euer Eindruck von dem Viticulture, ja. Werdet ihr euch das holen? Oder sagt ihr, ne, normale Reichsbier? Schreibt mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, ja. Oder wie Paul sagte, unten in die Kommentare. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.